Niederösterreich wählt und das verspricht, ein spannender Wahlsonntag zu werden. Meine Damen und Herren, guten Tag und willkommen zu unserer ausführlichen Wahlberichterstattung. 1,3 Millionen Menschen sind heute wahlberechtigt und schon diese Zahl zeigt, dass die Wahl nicht nur für Niederösterreich von Bedeutung ist, sondern darüber hinaus. Aufgrund der Größe des Bundeslands, in dem es heute um den Landtag geht, ist diese Wahl aber ohne Zweifel auch ein Abbild der politischen Stimmung in ganz Österreich. Kurz nach Wahlschluss um 17 Uhr werden wir diese Stimmung wieder ein Stück genauer kennen. Ja, und bis dahin sehen Sie diesen Countdown eingeblendet. Er zählt die Zeit bis zum Wahlschluss herunter, bis also das letzte Wahllokal in Niederösterreich zusperrt. Dann erst bekommen unsere Hochrechner die Daten, also die Wahlergebnisse aus den einzelnen Sprengeln. In den meisten Wahllokalen ist aber längst schon ausgezählt. In vielen neigt sich der Wahltag jetzt gerade dem Ende zu. Schauen wir uns das kurz im Überblick an. In den 573 Gemeinden in Niederösterreich können die Wahlberechtigten heute in insgesamt 2629 Wahllokalen ihre Stimme abgeben, um den neuen Landtag zu wählen. Für die ersten hat der Wahltag bereits um 6 Uhr in der Früh begonnen. Zumindest im besonders frühaufsteherfreundlichen Euratsfeld haben da bereits 3 Wahllokale in der Gemeinde ihre Pforte geöffnet. Und auch im Wahllokal im Rathaus von Wiener Neustadt etwa hat man schon ab 6 Uhr früh die Stimme abgeben können. Ab 7:30 hatten dann schon mehr als 1000 Wahllokale geöffnet. Das erste Wahllokal, das um 9:30 bereits wieder zugesperrt hat. Das ist das im Seniorenwohnhaus in Schrems. Um 10 Uhr hatten dann insgesamt 2614 Wahllokale im ganzen Bundesland gleichzeitig geöffnet. In vielen, vor allem kleineren Gemeinden, haben die Wahllokale aber mittlerweile schon wieder geschlossen und die Stimmen werden bereits ausgezählt. Vor wenigen Augenblicken, jetzt um 15.30 Uhr, haben beispielsweise in Zwettl die letzten 3 Wahllokale wieder zugesperrt. Aber in 55 Gemeinden und insgesamt 552 Wahllokalen können die Bürgerinnen und Bürger zur Stunde noch ihre Stimme abgeben. In der Landeshauptstadt St. Pölten etwa oder auch in Laa an der Theia, in Ternitz, in Krems und in zahlreichen Gemeinden rund um Wien wird zur Stunde noch gewählt. Offizieller Wahlschluss ist dann um 17 Uhr, aber in den allermeisten Gemeinden schließen die letzten Wahllokale schon um 16 Uhr, also in knapp 25 Minuten. Nur in einer einzigen niederösterreichischen Gemeinde mit 1.500 Einwohnern kann man noch bis 17 Uhr wählen. In der kleinen Gemeinde Wolfsgraben im Wienerwald kann man bis 17 Uhr noch zur Wahlurne gehen und auf die warten wir eben noch. Ja, um 17 Uhr ist, wie wir gehört haben, offizieller Wahlschluss in Niederösterreich. Und dann werden wir Ihnen auch schon die ersten Hochrechnungen präsentieren können. Ein sehr intensiver und über weite Strecken hart geführter Wahlkampf in Niederösterreich ist zu Ende. Die Kandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS haben am Vormittag, die Kandidatin der Grünen am Nachmittag ihre Stimme abgegeben. Eine Auffälligkeit Niederösterreichs ist die seit Jahren schon ständig sinkende Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung war in Niederösterreich 1949 mit 97% am höchsten. Seitdem ist sie gesunken. 2018 waren es nur noch 67%. In der Landgemeinde Pyhra bei St. Pölten herrscht heute Vormittag aber reges Kommen und Gehen. Die Zahlen sind bekannt, dass die Wahlbeteiligung erbärmlich gesunken ist. Aber ich glaube, jeder, der mitbestimmen will und jeder, der seine Interessen wahrgenommen haben will, sollte wählen gehen. Dass man das halt nutzt, eben gerade wenn man jung ist, weil sich die Jungen meistens eben aufregen drüber. Und warum sollte man es dann nicht nutzen? Es wäre die Mehrheit höchst da und die anderen, wenn sie daheim hucken, haben sie ein Pech gehabt. In ihrer Heimatstadt Klosterneuburg kommt Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner von der ÖVP mit Mann und Hund zur Wahl. Sie wird danach von einer Klimaaktivistin in eine Diskussion verwickelt. Mickl-Leitner über die Situation ihrer ÖVP. Dieser Tag kann zum Schicksalstag für Niederösterreich werden, weil es heute darum geht, ob wir den Weg des Miteinanders, den Weg der Stabilität, Sicherheit und Verlässlichkeit fortsetzen können oder ob Blau-Rot kommt, ob dieses Experiment in Niederösterreich kommt. In der Musikschule in St. Pölten geht SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabel zur Wahl. Er hofft auf ein Minus der ÖVP. Es ist ganz wichtig, dass die absolute Mehrheit der ÖVP fehlt und wenn es gut geht, deutlich gebrochen wird. Und ganz super ist das Wahlergebnis, wenn auch noch die Ideen der Sozialdemokratie gestärkt werden. Aber jedenfalls ist eines möglich mit dem Fall der absoluten Mehrheit, dass wir über Inhalte im Landtag und in der Landesregierung diskutieren.
Großer Medienandrang herrscht bei der Stimmabgabe von FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer in Wiener Neustadt. Er hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. Ich habe das die letzten Tage schon gesagt. Ich bin erst zufrieden, wenn das Ergebnis da ist und wir wissen, dass die Menschen wirklich wählen gegangen sind, weil darauf wird es heute ankommen. Wann ist dieser Wahltag ein guter in Ihren Augen? Wie gesagt, wenn er vorbei ist und das System ÖVP Niederösterreich gebrochen ist. Die Grünen-Spitzenkandidatin Helga Krismer ist Vizebürgermeisterin in Baden, wo sie auch ihre Stimme abgibt. Ich glaube, sehr, sehr viele sind unsicher. Das habe ich auch gestern noch in der Stadt erfahren. Ich war gestern noch in Baden unterwegs. Haben mir einige Zuspruch gegeben. Sie waren doch begeistert, wie ich sozusagen auch Politik machen möchte, vielleicht in einer ganz anderen Art. In Brunn am Gebirge geht Indra Colini zur Wahl. Die Spitzenkandidatin der NEOS erwartet ein positives Ergebnis nach 3 Wochen Wahlkampf. Na, es war ein intensiver Ritt, das muss ich schon sagen. Aber das Ziel für heute ist 70%. 70% Wahlbeteiligung für mich. Ich möchte, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wirklich die Chance nehmen. Auch, dass es eine Veränderung in Niederösterreich gibt. Also immer wieder ein zentrales Anliegen ist ein Wiederaufschwung der Wahlbeteiligung nach jahrzehntelangem Rückgang. Schauen wir uns an, von welcher Ausgangslage weg all diese Wünsche, die wir da jetzt geäußert gehört haben, von welcher Ausgangslage weg die eben gehen. Die ÖVP hat bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 knapp die absolute Prozentmehrheit, 49,6%, erreicht. Die SPÖ 23,9, deutlich auf Platz 3. Die Freiheitliche Partei mit knapp 15%, die Grünen mit 6,4 und die NEOS auf Platz 5 mit 5,2. Aber trotz dieser im Prozent nicht absoluten Mehrheit ist sich bei der Mandatsverteilung im Niederösterreichischen Landtag für die ÖVP eine deutliche Mehrheit ausgegangen, nämlich 29 der 56 Sitze hat die ÖVP derzeit inne, die SPÖ 13, die Freiheitliche Partei 8 und die Grünen und NEOS jeweils 3. Die kommen also nicht einmal auf Clubstatus, der erst mit 4 Landtagssitzen möglich ist. Ein Ziel beider Fraktionen, da jetzt größer zu werden. In der Landesregierung kurz ein Blick darauf, die werden wir uns später dann noch im Detail anschauen, wie das Proporzsystem dort funktioniert. Hat dieses Wahlergebnis respektive diese Mandatsverteilung im Landtag zur Folge, dass die ÖVP 6 Personenmandate in der Landesregierung, die aus 9 Personen besteht, stellt. 2 weitere kommen von der SPÖ und ein Landesratsposten wird von der Freiheitlichen Partei besetzt. Die politische Landkarte in Niederösterreich sieht momentan sehr ÖVP-lastig aus. In den Gemeinden sind 530 mit einer ÖVP-Mehrheit bei der Wahl zuletzt ausgestattet worden und nur wenige rote Einsprengseln in 43 Gemeinden gibt es. Das sind jene, wo die SPÖ im Jahr 2018 auf Platz 1 gelandet ist. An diesem Bild könnte sich am heutigen Wahltag aber einiges ändern, jedenfalls wenn man den Umfragen glaubt. Und vor allem für die ÖVP, schauen wir uns das historisch an, wie es der im Land seit 1945 so politisch ergangen ist. Wir sehen das bisher niedrigste Wahlergebnis von 44,2% für die ÖVP hat Erwin Bröll bei seiner ersten Wahl erreicht, dann auch nur wenig dazu gewonnen. Erst später sind die Ergebnisse für die ÖVP dann wieder in den Bereich der Absoluten gekommen. Und jetzt, wie wir wissen, ist das Wahlziel ja immerhin wieder einen Vierer vorne stehen zu haben. Also jedenfalls weit weg von vom bisher besten Ergebnis im Jahr 1983, 54,6%. Und wie gesagt, letztes Mal knapp an der 50%-Marke gekratzt, aber eben eine absolute Mandatsmehrheit im Landtag für die ÖVP zu erreichen gewesen. Weit weg davon die SPÖ, nicht im Jahr 1979, da war aber die bundespolitische Lage natürlich sehr zugunsten der SPÖ und da hat sie auch im Bundesland Niederösterreich mit 45,4% ihr bestes Ergebnis eingefahren. Das ist dann in den Jahrzehnten danach kontinuierlich nach unten gegangen. Beim letzten Mal 2018 war ein kleines Plus wieder dabei von 21,6, wie wir hier sehen, auf 23,9%. Das ist also die Ausgangslage für die Wahl heute, wo es immerhin um ein Rittern um Platz 2 geht mit der Freiheitlichen Partei, deren Säulen deutlich niedriger sind.
1959 beginnend mit 4%, das war die erste Wahl, bei der die FPÖ angetreten ist, 83 überhaupt nicht einmal 2% erreicht, daher auch nicht in den Landtag gekommen und in weiterer Folge dann das beste Wahlergebnis 1998 mit 16,1%. Letztes Mal dann, wie gesagt, deutlich hinter der SPÖ, heute eben in Konkurrenz zu ihr um den Platz 2 mit 14,8%. Das also das Ausgangsbild, das es heute im Hinterkopf zu behalten gilt, wenn wir dann um 17 Uhr oder ein paar Momente danach die aktuellen Ergebnisse sehen. Nadja. Ja, allen Umfragen zufolge wird die FPÖ die SPÖ überholen und Platz 2 einnehmen. Und nicht nur deswegen ist diese Wahl heute in Niederösterreich auch von solcher Brisanz bundespolitisch. Denn heute geht es auch um die Zukunft der mächtigsten ÖVP-Landespartei. Ihr könnten große Verluste ins Haus stehen. Dementsprechend heftig und intensiv wurde der Wahlkampf in Niederösterreich geführt, auf den wir jetzt zurückblicken wollen. Landwirte demonstrieren in St. Pölten gegen geplante Straßenprojekte der ÖVP-dominierten Landesregierung. Es ist einiges in Bewegung im schwarzen Kernland Niederösterreich. Ihren Wahlkampfabschluss hatte die ÖVP am Freitag in Gmünd, ein Heimspiel. Bitte um eine Vorzugsstimme. Ja, da machen wir 48%. Bei der letzten Wahl noch profitiert vom türkisen Rückenwind, will die ÖVP Niederösterreich nun so wenig wie möglich mit dem Bund zu tun haben. Sie wirbt in Blau-Gelb, den Farben der Landesflagge. Mikl Leitner zieht dann aber selbst ein Bundesthema in den Wahlkampf, härtere Strafen für Klimablockaden. Von den Ansprüchen auf den Landeshauptmann von FPÖ und SPÖ fühlt man sich bedroht. Dafür wird dann auch die Flagge umgefärbt. Wir wissen, wenn Sie nur im Kleinsten diese Mehrheit für sich nutzen können, werden sie es tun und werden Blau-Gelb in die Opposition schicken. Sie werden alles tun, um dieses Miteinander, den Kurs des Miteinanders zu beenden. Der Zusammenarbeit mit der FPÖ erteilt SPÖ-Spitzenkandidat Schnabel aber mehrere Absagen. Diese Partei ist nicht wählbar und sie ist auch nicht wählbar, weil sie Menschenrechte in Frage stellt, weil sie die Menschlichkeit in Frage stellt und weil sie den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet. Die SPÖ ist in den Umfragen nicht vom Fleck gekommen. Gesetzt wurde auf Themen wie Kinderbetreuung und Teuerung. Super, wir schauen schon, dass der Spritpreis wieder hochkommt. Ach so, ja, danke sehr. Den Sozialdemokraten waren die Maßnahmen zu wenig, den Neos zu ungenau. Geld allein zu verteilen mit der Gießkanne, das ist ja noch keine Politik, weil Politik muss ja gestalten. Und das, was wir machen, das ist der begrenzt Intelligente im Moment. Die Partei holt in städtischen Gebieten Stimmen. Dort wird auch hauptsächlich geworben. Schreibt euch einmal alle zusammen und setzt euch auf einen Tisch, weil das Gescheiterste. Dann hätten wir alle mehr davon. Wir müssen alle gemeinsam schauen, dass es weitergeht. Mehr Transparenz und eine niedrigere Parteienförderung brauche die Landespolitik. Ziel ist ein viertes Mandat und damit Clubstärke. So wie bei den Grünen, sie holen sich im Wahlkampf viel Unterstützung von grünen Ministerinnen. Was weitergeht in Niederösterreich? Sie treiben ihr Hauptthema Klimapolitik weiter an, fordern wegen der Debatte um Gas im Weinviertel ein Fracking-Verbot. Und noch jemand macht im Wahlkampf auf die Klimakrise aufmerksam. Vor dem Landhaus kampieren in der letzten Woche Aktivistinnen und Aktivisten. Da draußen sind Menschen, die schreien, dass es in der Tat eine Klimawahl ist. Und es ist auch eine Klimawahl, weil in den nächsten 5 Jahren ist dieses CO2-Budget in Niederösterreich einfach am Nullpunkt. Nicht von Klimakrise, sondern von Klimahysterie spricht die FPÖ. In den letzten Umfragen im Duell um Platz 2 herrscht bei den Freiheitlichen Volksfeststimmung. Im Wahlkampf fällt der Spitzenkandidat mit Forderungen im Bereich Asyl auf. Asylstopp 2023 muss das Jahr der Abschiebungen werden, liebe Freunde. Und mit viel Kritik an Mikl Leitner. Johanna Mikl-Leitner ist ein sozialpolitischer Eiskasten. Und es ist höchste Zeit, dass wir diesem Eiskasten einen Kurzschluss verpassen. Hitzige Stimmung auch bei der letzten Diskussion vor der Wahl. Sie waren noch kein einziges Mal auf europäischer Ebene. Es ist Landbauers zweiter Versuch nach der Liederbuch-Affäre. Und auch die ist wieder Thema. Er wirft dem früheren Chefredakteur des ORF Niederösterreich, Robert Ziegler, vor, die ÖVP vor der letzten Landtagswahl beraten zu haben, wie man Druck auf die FPÖ ausüben könne.
Diese und weitere Vorwürfe gegen Ziegler werden von einer Evaluierungskommission im ORF untersucht. Die ÖVP ist es in Niederösterreich gewohnt, absolut und damit allein zu regieren. Nun wird wohl erstmals seit 20 Jahren die Zusammenarbeit mit anderen Parteien im Fokus stehen. Und da gibt es eine Besonderheit in Niederösterreich. Es ist nämlich eines von drei Bundesländern, in denen die Landesregierung nach dem Proporzsystem zusammengesetzt wird. Das ist eine Eigenheit, die sonst nur noch in Oberösterreich und in einer speziellen und etwas anderen Form in Wien gibt. Kurz gesagt bedeutet das, jede Partei, die eine bestimmte Mandatszahl im Landtag erreicht, bekommt auch einen oder mehrere Sitze in der Landesregierung, unabhängig davon, ob sie eben in einer Koalition, in einem formellen Regierungsübereinkommen also ist oder nicht. Das liegt bei in etwa 10% der Stimmen, dass man da hineinkommt. Schauen wir uns an, was das jetzt konkret für die Ausgangslage in Niederösterreich bedeutet. Momentan verfügt die ÖVP, wir haben es zuerst auch gesehen, wie wir uns die historischen Zahlen angeschaut haben, über eine Mandatsmehrheit, in dem Fall absolute gleich, von 29 Sitzen von 56, die insgesamt im Landtag zu verteilen sind. Und an dieses Kräfteverhältnis knüpft sich jetzt die Zusammensetzung der Landesregierung an. Aufgrund dieser Mandate, 29, ergibt sich rechnerisch, dass die ÖVP 6 der 9 Landesregierungssitze besetzen kann. 2 weitere, wie wir gesehen haben, durch die SPÖ, 1 weiterer Sitz durch die Freiheitliche Partei. Es ist also nicht notwendig, zuerst ein Arbeitsübereinkommen zu schließen und sich dann anzusehen, welche Partner in die Regierung kommen, sondern das ist automatisch und das macht das Proporzsystem in seinem Kern auch aus. Jetzt hat die ÖVP nicht nur im Landtag, wie wir zuerst gesehen haben, mit 29 Stimmen die absolute Mehrheit, sondern auch 6 von 9 Stimmen in der Landesregierung, also auch da rechnerisch eine absolute Mehrheit und könnte natürlich jetzt, was höchstwahrscheinlich ist aufgrund der Umfragewerte, einen Landesregierungssitz verlieren und mit 5 von 9 immer noch die Mehrheit in der Landesregierung haben. Bei Verlust von 2 Sitzen, wenn sie also dann nur noch 4 hätte, hat sie auf keinen Fall mehr in diesem wichtigen Gremium, dass Entscheidungen für das Land trifft, die Mehrheit und müsste realpolitisch natürlich eine viel größere, in größerer Intensität die Zusammenarbeit mit anderen Parteien suchen. Das war zuletzt natürlich immer wieder der Fall, wenn es keine absolute Mehrheit gegeben hat. Hier ist es dann notwendig, sich mit denen zusammenzureden, die in der Landesregierung einen Landesrat nominieren können, um zu einem Arbeitsübereinkommen zu kommen, das dann auch im Landtag umgesetzt wird, wenn es auch nicht unbedingt im Landtag bzw. in der Landesregierung notwendig ist, um die Landesregierung zu besetzen, weil, wie gesagt, eben aufgrund des Proporzsystems sind ohne dies alle drinnen. Das heißt natürlich nicht, Hans Bürger, dass man deswegen das Wahlergebnis vernachlässigen könnte. Ganz im Gegenteil, es wird allen Prognosen zufolge ein Verlust der absoluten Mandatsmehrheit sein. Es könnte auch einen Verlust der Mehrheit in der Landesregierung, wie gerade erklärt, geben. Was bedeutet denn das für die ÖVP im Land, in Niederösterreich? Das bedeutet für jede Landespartei eine, wie soll ich sagen, innere Katastrophe. Denn man war eigentlich über Jahrzehnte hinweg in dieser Zweiten Republik gewohnt, dass es eigentlich nur 2 Parteien gibt. Und gerade in den ÖVP-dominierten Bundesländern hat man sich nie mit dem Thema Koalition, Arbeitsübereinkommen überhaupt beschäftigt. Das ist jetzt soweit und wir haben gesehen, dass egal ob jetzt Proporz oder nicht Proporz, dass es dann recht schnell gehen kann, zum Beispiel in Tirol, dass die ÖVP sagt, sie will eigentlich mit der SPÖ alles, was vorher zum Teil ausgeschlossen worden ist, auch jetzt bei dieser Wahl, ist dann plötzlich möglich. Halte ich übrigens für eine der wahrscheinlichsten Varianten ÖVP-SPÖ. Das heißt, ÖVP allein wird es, also wir wissen es ja noch nicht, vielleicht wählen die Niederösterreicher und Niederösterreicher ganz anders, aber es wird wohl eine Koalition geben müssen. Ungewohnte Situation für eine Landespartei. Wir haben es schon oft erwähnt, auch in dieser Sendung, dass das natürlich eine Wahl ist, die über die Grenzen des Landes hinausgeht. Schon einmal deswegen, weil 1,3 Millionen Menschen eine große Grundgesamtheit für einen Stimmungstest sind, den das ganze Land erfasst haben wird wohl. Und daher die Frage, was bedeutet das für die Bundespolitik? Bleiben wir mal bei der ÖVP. Wenn es jetzt zum Verlust der
absoluten Mehrheit kommt, wie Sie es gerade beschrieben haben. Welche Implikationen kann das für Karl Nehammer als Bundesparteiobmann haben? Also ich kann Ihnen jetzt, glaube ich, schon ziemlich verlässlich die Antworten sagen, die aus der niederösterreichischen Landespolitik kommen werden. Das war eine rein landespolitische Sache. Das hat mit der Bundespolitik nichts zu tun, außer bei der ÖVP. Bei der ÖVP wird man sagen, ja, wir sind Opfer einer großen Krise der österreichischen Volkspartei. Das heißt, für die ÖVP wird das ab morgen, wenn es so dramatisch ausgeht, wie befürchtet von einigen oder wie prognostiziert in den Umfragen, natürlich ein großes Wackeln auslösen. Das heißt nicht, dass jetzt der Kanzler wackelt, aber es wird Diskussionen geben, wie man den ÖVP-Kurs auf Bundesebene weiterführen kann. Die wird es auf jeden Fall geben. Ob es jetzt wirklich personelle Konsequenzen gibt, das glaube ich nicht. Außerdem sind Niederösterreicher und Niederösterreicher schon sehr stark vertreten, auch in der Bundespolitik. Am wenigsten Kopfzerbrechen wird sich die Freiheitliche Partei machen müssen am Montag nach der Wahl oder am heutigen Wahlabend, weil es ein Plus sein wird. Und das ist dann gepaart mit dem Plus, das auf Bundesebene jedenfalls in den Umfragen jetzt zu finden ist. Bei der SPÖ auf Bundesebene könnte es aber anders sein. Selbst wenn die Landespartei ein kleines Plus vorne hat, könnte es wohl zu schweren Turbulenzen kommen, je nachdem, wie die anderen Parameter stehen. Auch das wird man heute Abend mit Sicherheit ausschließen. Trotzdem wird es morgen wieder losgehen. Natürlich, wenn die SPÖ nicht deutlich zulegt oder deutlich weniger zulegt als die Freiheitlichen, dann wird es wieder losgehen. Rund um die Obfrau-Frage, Obmann-Frage in der Sozialdemokratischen Partei. Das wird dann wieder einige Zeit dauern. Aber die Erfahrung sagt schon, direkte Auswirkungen, die dann mit großer Verlässlichkeit auch eintreffen, die gibt es nicht. Diskussionen, ja. Aber nach ein paar Wochen, glaube ich, ist eher wieder Alltag. Ja, mit diesem Hintergrundwissen werden wir mit besonders großer Spannung auf die erste Hochrechnung blicken. Die lässt noch etwas über eine Stunde und 10 Minuten auf sich warten. Aber wir haben eine ganze Menge anderes Programm, Nadja. Ja, danke, Tarek, und danke, Hans. Ja. In etwas mehr als einer Stunde werden wir eben wissen, wie diese von vielen auch auf Bundesebene als so wegweisend bezeichnete Wahl ausgegangen ist. Wir wollen jetzt einmal in die einzelnen Zentralen schalten. Beginnen wir gleich mit der ÖVP. Da ist Katharina Bernhardt für uns. Katharina, es ist klar, die ÖVP muss mit Verlusten rechnen. Auf was stellt man sich denn da konkret ein? Ja, dass die absolute, die 2018 noch knapp verteidigt wurde, wohlgemerkt mit türkisem Rückenwind vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass diese absolute verloren ist. Damit hat man sich in der Partei, in der ÖVP, recht bald abgefunden. Und im Wahlkampf hat man die Erwartungen runtergeschraubt. Das Ziel ist, die Mehrheit in der Landesregierung zu verteidigen. Die wird ja derzeit nach dem Proporzsystem besetzt. Von den 9 Landesregierungsmitgliedern werden 6 derzeit von der ÖVP gestellt. Dieser 6. Platz war 2018 schon recht knapp abgesichert. Jetzt geht es aber vor allem um diesen 5. Platz. Und da heißt das Wahlziel eben jetzt 40% plus. Denn damit sollte sich dieser 5. Regierungssitz vor allem mit 40% plus möglicherweise noch ausgehen. Insgesamt droht der Partei nicht nur die größten Verluste, sondern auch das schlechteste Ergebnis für die ÖVP in Niederösterreich. 2018, da waren es noch 49,6%. Und bisher hat die ÖVP, um das einzuordnen, auch erst 2-mal die absolute Mehrheit in Niederösterreich nicht erreicht. Es wurde also versucht zu mobilisieren bis zum Schluss. Und da war die Warnung, das Schreckensszenario aus ÖVP-Sicht, eine Warnung vor einer Mehrheit von Rot und Blau gegen die ÖVP. Und da kommt der Partei natürlich entgegen, dass sowohl die SPÖ als auch die FPÖ einen Landspruch auf den Landeshauptmannssessel gestellt haben. Sie haben schon erwähnt, 2018 ganz andere Vorzeichen. Da konnte man noch von der türkisen Partei unter Sebastian Kurz profitieren. Heuer ganz auffallend die Abgrenzung zur Bundespartei. Prägende Farben waren gelb-blau, türkis bzw. schwarz, hat man eigentlich überhaupt nicht gesehen. Abgesehen von dieser Abgrenzung, von dieser so ganz klaren Abgrenzung zur Bundespartei, wie ist denn der Wahlkampf von Johanna Mikl-Leitner verlaufen? Ja, es war auch zum Beispiel das ÖVP-Logo kaum zu sehen und auch Bundeskanzler Karl Nehammer, selbst aus der ÖVP Niederösterreich stammend, hatte nur einen kurzen Auftritt im Wahlkampf, nämlich beim Wahlkampfauftakt in St. Pölten mit einer 10-minütigen Redezeit. Angesichts von Krisen, international und national gesehen, hat die ÖVP immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich um eine Landeswahl handelt. Die Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner hat vor allem ihren Kurs des sogenannten Miteinanders propagiert.
also einer parteiübergreifenden Zusammenarbeit, von den anderen Parteien immer wieder als leere Phrasen bezeichnet, für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hat, sicher ihre Forderung nach härteren Strafen für Klimablockaden und die Medienpolitik in Niederösterreich für Debatten gesorgt, hat auch eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes. Der hat Inserate und Werbungen unter die Lupe genommen. Die anderen Parteien vermuten da eine illegale Parteienfinanzierung. Insgesamt hat die Partei auf einen persönlichen Kontakt gesetzt, ihrer Spitzenkandidatin eine Stärke. Sie ist durch die Ortschaften, durch die Dörfer, durch die Städte im ganzen Land gereist und hat das Wahlprogramm sozusagen unter die Leute gebracht. Und das hat gereicht von Kinderbetreuung über Investitionen in Pflege und Gesundheit bis zum Ausbau der erneuerbaren Energie und Antiteuerungsmaßnahmen. Also das waren die Themen, auf die die ÖVP hier gesetzt hat. Katharina Bernhardt, vielen Dank für diese Einschätzungen und Eindrücke. Ja, und die SPÖ hat es traditionell schwer im Kernland der ÖVP. Wie hat sie sich in diesem Wahlkampf mit ihrem Spitzenkandidaten Franz Schnabel geschlagen? Das wollen wir jetzt mit Katharina Sunk besprechen. Die SPÖ scheint nicht von der gegenwärtigen Unzufriedenheit mit der schwarz-grünen Bundesregierung profitieren haben zu können. Warum nicht, Katharina? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil man muss sagen, mal abgesehen von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, hat in diesem Landtagswahlkampf ja eigentlich ein Kernthema der SPÖ dominiert, nämlich die Teuerung. Und dementsprechend muss man schon sagen, wenn die SPÖ tatsächlich auf Platz 3 abrutscht, so wie das derzeit fast alle Umfragen prophezeien, dann wäre das schon ein harter Schlag für die Sozialdemokraten. Warum die SPÖ wahrscheinlich, genau wissen wir es ja erst um 17 Uhr, nicht zu den Wählerinnen und Wählern so durchgedrungen ist, wie man das erhofft hat. Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits erlebt die FPÖ natürlich großen Aufwind von der Bundespolitik, großer Rückenwind. Und ich glaube, dass die Freiheitlichen da wahrscheinlich mehr enttäuschte ÖVP-Wählerinnen und Wähler abholen können als die SPÖ. Und bei der SPÖ kommt natürlich noch dazu, dass dieser Richtungsstreit innerhalb der Partei jetzt auch nichts ist, was jetzt im Wahlkampf hilft. Die SPÖ Niederösterreich hat sich da auch nicht wirklich positioniert. Man hat einerseits Wahlkampfveranstaltungen mit Hans-Peter Doskozil gemacht, andererseits auch Wahlkampfveranstaltungen mit Pamela Rendi-Wagner. Ich glaube aber, was wirklich am schwierigsten war in diesem Wahlkampf, ist, wie sich die Partei bzw. der Spitzenkandidat generell im Wahlkampf positioniert hat, weil man muss wissen, in Niederösterreich stellt die SPÖ zwei Landesregierungsmitglieder, also Spitzenkandidat Franz Schnabel ist Landeshauptfrau Stellvertreter und unter anderem für den Konsumentenschutz zuständig. Listenzweite Ulrike Königsberger-Ludwig ist Gesundheitslandesrätin und das sind natürlich zwei Themen, die auch im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Und man hat ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die SPÖ da zwischen den Stühlen sitzt, nämlich einerseits fährt man da Oppositionsrhetorik auf, argumentiert wie eine Oppositionspartei, andererseits war man natürlich in den letzten 5 Jahren auch für zentrale Themen verantwortlich, wenn natürlich mit einer starken ÖVP an der Seite, mit einer sehr, sehr starken ÖVP an der Seite. Aber ich glaube, diese Positionierung im Wahlkampf, die war für die Sozialdemokraten am schwierigsten. Und sollte die SPÖ tatsächlich auf Platz 3 fallen, was hieße das denn für den Spitzenkandidaten Franz Schnabel? Ja, offiziell hört man dazu natürlich noch gar nichts heute, aber sollte beim Ergebnis wirklich ein Minus davor stehen, dann kann man schon davon ausgehen, dass seine Position innerhalb der Partei zumindest debattiert werden muss. Dazu muss man auch wissen, dass sich die SPÖ ja mit Franz Schnabel für einen Spitzenkandidaten entschieden hat, der in Wahrheit geringere Beliebtheitswerte hat als die Listenzweite Ulrike Königsberger-Ludwig. Und dann gibt es ja noch einen, der in den letzten Wochen einen sehr, sehr intensiven Vorzugsstimmenwahlkampf geführt hat, nämlich Andreas Babler, der Bürgermeister von Traskirchen. Und auch der hat sehr hohe Beliebtheitswerte. Und generell, dass Franz Schnabel an der Spitze der Landespartei nicht so ganz unumstritten ist, das hat ja auch schon der Landesparteitag im Oktober gezeigt. Da hat Franz Schnabel zwar wieder etwas mehr Zustimmung bekommen als 5 Jahre davor, aber mit 89% auch nicht wirklich sehr viel Zustimmung. Fix ist, morgen tagt bereits der Landesparteivorstand, morgen am Montag am Abend. Und ja, je nachdem, wie das Wahlergebnis heute aussieht, werden da höchstwahrscheinlich auch Personaldebatten geführt werden. Vielen Dank für diese Information an Katharina Sunk. Ja, als ziemlich sicher gilt, dass die SPÖ heute von der FPÖ überholt wird. Der freiheitliche Spitzenkandidat Udo Landbauer hat einen sehr offensiven Wahlkampf geführt, sehr früh im Wahlkampf schon den Landeshauptmann Anspruch gestellt. Thomas Buchinger, auf welche Themen hat sich denn der freiheitliche Wahlkampf gestützt?
Ja, die Freiheitlichen haben auf drei Wahlkampfthemen gesetzt. Das erste große Thema, das war das Thema Migration, ein Thema, das auch auf bundespolitischer Ebene zuletzt an Fahrt gewonnen hat, wenn man so will. Auch die ÖVP ist da auf diesen Zug aufgesprungen. Kanzler Nehammer, auch Innenminister Kahner haben da ja Verhandlungen geführt, zuletzt auch mit anderen Regierungschefs und anderen EU-Staaten, Stichwort Grenzschutz. Und das ist ein Thema, von dem offenbar die FPÖ sehr stark profitieren kann. Die FPÖ hat da, wenn man so will, auch eine sehr klare Linie, Sozialleistungen für Migrantinnen und Migranten auf Null stellen. Es soll ein Jahr der Abschiebungen werden. Das hat Spitzenkandidat Udo Landbauer immer wieder betont. Und offenbar ist das ein Thema, wo sich die FPÖ eben profilieren kann, wo man auch Zugewinne eben verzeichnen kann. Das zweite Thema, auf das man setzt, ist das Thema Teuerungen. Ein Thema, das sehr viele beschäftigt. Die Preissteigerungen, die sind natürlich bei allen in den Haushalten angekommen. Da heißt es von der FPÖ, da werde zu wenig gemacht, da müsse mehr getan werden. Aber eben nicht für Migrantinnen und Migranten, sondern für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Und das dritte Thema, auf das man setzt, ist das Thema Korruption. Da hat es auch sehr scharfe verbale Attacken im Wahlkampf gegen ÖVP-Parteichefin Mikl Leitner gegeben. Es war immer wieder von einem System ÖVP die Rede, dass es zu brechen gilt. Und ganz grundsätzlich hat man natürlich auch zum Thema gemacht, die mögliche Einflussnahme auf die Berichterstattung des ORF. Das war zuletzt Thema, aber eben auch die Korruptionsermittlungen auf Bundesebene gegen die ÖVP, wo man gesagt hat, es kommen ja viele Regierungsmitglieder von der ÖVP aus Niederösterreich. Und da hat man quasi auch, wenn man so will, Johanna Mikl-Leitner ein bisschen den schwarzen Peter zugeschoben. Soweit also die Themenschwerpunkte der FPÖ. Auffallend war auch, wie präsent Parteichef Herbert Kickl im Wahlkampf war. Hat die FPÖ diesen Wahlkampf in Niederösterreich zu einem Bundeswahlkampf gemacht? Könnte man wohl so meinen, inwieweit das aufgeht, das wird dann eben das Wahlergebnis zeigen. Fakt ist, es gibt drei Landtagswahlen heuer in Österreich. Niederösterreich macht den ersten Schritt mit 1,3 Millionen Wählerinnen und Wählern ein sehr großes Bundesland, Kernland der ÖVP. Und Kickl hat natürlich zeitgleich jetzt auch diese bundesweite Plakatwelle mit Festung Österreich, wo er auch überall im Land zu sehen ist, hat die FPÖ bei den Wahlkampfveranstaltungen immer wieder begleitet und war immer wieder präsent. Er sagt halt, würde eben die FPÖ jetzt in Niederösterreich sehr stark zugewinnen, dann wäre der nächste Schritt, dass es auch Neuwahlen im Bund geben wird, der Weg frei für einen freiheitlichen Bundeskanzler, so sieht es zumindest Kickl. Aber da muss man schon sagen, die nächste reguläre Wahl im Bund, das ist die Nationalratswahl und die ist im Herbst 2024. Danke für diese Information an Thomas Buchinger aus der noch ruhigen Wahlzentrale der FPÖ. Den kleinen Parteien bleibt wenig Spielraum in Niederösterreich. Die Grünen haben daher ganz stark auf ihre Kernthemen rund um Umweltschutz gesetzt. Spitzenkandidatin Helga Krismer tritt wie ihre Konkurrenz heute zum zweiten Mal an. Felix Nowak ist für uns bei den Grünen. Man wird wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis wie 2018 erzielen. Also da hat sich nicht wenig bewegt. Wie kommentiert man die Umfragen und dieses Ergebnis bei den Grünen? Ja, sehr viel ist hier momentan noch nicht los. Man sieht es im Hintergrund vielleicht. Ich stehe vor dem Büro von Landessprecherin und Spitzenkandidatin Helga Krismer im Landhausviertel, übrigens nicht weit entfernt von den beiden Kolleginnen, die bereits von der ÖVP und der SPÖ sich gemeldet haben. Ich werde dann voraussichtlich in etwa einer knappen Stunde eingelassen ins Büro und das ist mit der Partei ausgemacht und werde dann auch das eine oder andere Interview führen können. Helga Krismer wird jedenfalls diese erste Hochrechnung im engsten Kreis ihrer Mitarbeiter verfolgen. Das war übrigens auch schon 2018 bei der letzten Landtagswahl so. Damals war die Ausgangslage für die Grünen allerdings eine vollständig andere. Damals war es so, Sie erinnern sich vielleicht, wenige Monate zuvor sind die Bundesgrünen aus dem Parlament, aus dem Nationalrat völlig überraschend ausgeschieden. Und auch für die Grünen in Niederösterreich beim Landtagswahlkampf ist ein ähnliches Schicksal prognostiziert worden. Jetzt war es dann
nicht ganz so schlimm aus Sicht der Grünen. Man hat aber trotzdem das schlechteste Ergebnis seit 20 Jahren eingefahren mit damals 6,4%. Heute ist die Situation eine ganz andere. Dadurch, dass die Bundesgrünen ja bekanntlich nicht nur zurück im Parlament sind, sondern ja sogar in der Bundesregierung gemeinsam mit der ÖVP. Und genau diesen Umstand hat Helga Krismer in ihrem Wahlkampf immer wieder sehr stark betont. Das heißt, sie hat betont, dass es diese grüne Handschrift jetzt im Bund als Vorbild gibt. Und sie hat auch Bundespolitiker im Wahlkampf immer wieder begrüßt. Da war zum Beispiel Vizekanzler und Parteichef Kogler beim Wahlkampfauftakt im November schon oder auch vorgestern erst beim Wahlkampfabschluss mit dem Gesundheitsminister Johannes Rauch. Also man hat sehr, sehr stark versucht, im Gegensatz etwa zur ÖVP, doch auf die Bundespartei auch zurückzugreifen, im Gegensatz eben zu 2018. Wie gut das dann im Endeffekt funktioniert hat, das wird dann wohl die erste Hochrechnung zeigen. Danke, Felix Nowak aus der nach noch immer verwaisten Parteizentrale der Grünen. Aber das wird sich spätestens in einer Stunde, wird das anders aussehen. Den Grünen den Rang ablaufen wollen die Neos und der Spitzenkandidatin, der gebürtigen Vorarlbergerin Indra Collini, könnte das vielleicht auch gelingen. Veronika Berger ist für uns bei den Neos. Mit welchen Themen haben denn die Neos versucht, sich im Wahlkampf in Niederösterreich zu positionieren? Ganz klar positioniert haben sie sich gegen die absolute Mehrheit der ÖVP, thematisch mit Jugend, mit Bildung als einzige Partei und vor allem mit dem klassischen Neos-Thema saubere Politik und Bekämpfung von Korruption. Und da sehen die Neos in Niederösterreich noch einiges zu tun. Die Spitzenkandidatin Indra Collini hat der ÖVP in Niederösterreich vorgeworfen, es gehe ihr vor allem um Postenbesetzungen. Und sie hat angekündigt, sie wolle die sogenannten, wie sie es bezeichnet hat, korrupten Sümpfe in Niederösterreich trockenlegen. Ob das die Wählerinnen und Wähler in Niederösterreich heute motiviert, ihr Kreuz bei den Neos zu machen, das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Was wir aber sagen können aus einer Vorwahlbefragung, Korruption ist für die Österreicherinnen und Österreicher hier in Niederösterreich ein Thema. 12% haben angegeben, dass Korruption und das, was wir in Österreich als Freundelwirtschaft bezeichnen, dass das für sie entscheidend heute sein wird, wo sie ihr Kreuz machen. Die Neos haben ein eindeutiges Ziel. Sie wollen Stimmen dazugewinnen, deutlich mehr bekommen als beim letzten Mal. Konkret wollen sie ein Mandat dazu bekommen. Das würde ihnen mit Stärke bringen im Landtag und damit auch die Möglichkeit, zum Beispiel Anträge einzubringen. Und welchen Antrag sie als ersten würden einbringen wollen, haben sie vorab auch schon angekündigt. Sie wollen einen sogenannten Jugendrat installieren im Landtag. Der soll dann beispielsweise Gesetze, aber auch das Budget auf Zukunftstauglichkeit überprüfen. Danke, Veronika Berger, für diese Informationen. Ja, das waren die ersten Stimmungsberichte aus den noch ruhigen Wahlzentralen der Parteien. Wir werden dann unmittelbar nach der ersten Hochrechnung wieder zu den Reaktionen der Parteien schalten. Wir schauen uns jetzt einmal genauer an, wie die Wahlberechtigten in Niederösterreich verteilt sind und wer überhaupt wählen darf. Tarek. 1,3 Millionen Menschen dürfen da wählen. Sie sind heute in Niederösterreich wahlberechtigt und wie schon oft angesprochen, eben eine sehr große Grundgesamtheit, daher auch eine wichtige Landtagswahl, die da heute ins Haus steht. Von den stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürgern verteilen sich nicht alle aber gleich auf die Fläche dieses großen Bundeslandes. In den 573 Gemeinden gibt es, hier sehen wir es nochmal ganz genau, 1,2 und so weiter, Wahlberechtigte. Und viele sind hier in ganz kleinen Strukturen zu Hause, in kleinen Wahlsprengeln. 64 Wahlberechtigte etwa sind es nur, die in Großhofen heute aufgerufen sind, zur Wahlurne zu gehen. Es ist die kleinste niederösterreichische Gemeinde. Knapp 3000 sind es hingegen in Zwentendorf, in einer größeren Gemeinde. Etwa die Hälfte aller Wahlberechtigten, 51% genau, lebt in Gemeinden, die weniger als 3000 Personen haben, die heute wahlberechtigt sind. Wir sehen hier die Verteilung durch ganz Niederösterreich. Ein weiteres Viertel der Wählerschaft lebt in Gemeinden mit weniger als 8000 Wahlberechtigten. Also zusammen sind das dann schon sehr viele, eben fast drei Viertel aller Menschen heute, die in sehr kleinen Gemeinden des Landes leben, in jenen mit mehr als 8000, dann weitere 26% hier
mit blauen Kugeln eingefärbt. Das sind Gemeinden von Gensandorf bis St. Pölten. Insgesamt aber ist die Zahl der Wahlberechtigten im Vergleich zum letzten Mal ganz deutlich gesunken. Fast um 100.000 Menschen weniger sind diesmal wahlberechtigt. Und das ist darauf zurückzuführen, dass in Niederösterreich bisher Zweitwohnsitzgemeldete auch haben den Landtag wählen dürfen. Das ist heuer nicht mehr der Fall. Gemeinden mit vielen solchen Zweitwohnsitzwählerinnen und Wählern haben daher einen großen Teil ihrer Wählerschaft verloren. In den Gemeinden, die hier dunkler eingezeichnet sind, sind mehr solche Zweitwohnsitzer gemeldet, also eher an den Rändern des Bundeslandes, im Süden Richtung Semmering und hier im Norden an der Grenze zu Tschechien. Die Stadt Hardegg etwa verliert dadurch, dass Zweitwohnsitzer nicht mehr wählen können, über ein Viertel der Wahlberechtigten, 27,5% sind es, die diesmal nicht wählen gehen dürfen, oder beispielsweise in Haugschlag 28,7%, auch hier also ein Streifen mit vielen Zweitwohnsitzern. Besonders groß ist der Anteil, aber wie schon gesagt, rund um den Semmering hier im Süden. Und am größten war der Anteil der Zweitwohnsitze in der Gemeinde Breitenstein. Der fallen durch diese neue Regelung fast die Hälfte der Wahlberechtigten weg. 43,5% können da diesmal, heute an diesem Wahlsonntag, nicht zur Wahl geben. Und trotzdem, diese neuen Regeln sind vielen in Niederösterreich sehr willkommen. Nadja. Und auf diese Gemeinde Breitenstein wollen wir jetzt näher blicken. Die neue Wahlregelung sorgt in der 500-Einwohner-Gemeinde freilich derzeit für viel Diskussionsstoff. Und wir haben uns in Breitenstein umgehört. Die Gemeinde Breitenstein bereitet sich auf den Wahltag vor. Diesmal mit deutlich weniger Aufwand. Statt 6 Stunden ist das Wahllokal am Wahltag nur 3 Stunden geöffnet. Und die Stimmen werden wohl schneller ausgezählt sein. Denn Menschen mit einem Zweitwohnsitz dürfen nicht mehr mitwählen. Und das betrifft hier fast die Hälfte der Einwohner, konkret 204 Zweitwohnsitzer. Dass die bis vor kurzem noch ein Stimmrecht hatten, sei dem Bürgermeister ohnehin sauer aufgestoßen. Grundsätzlich bin ich Befürworter, dass sie nicht mehr mitwählen dürfen, weil wir haben nämlich, wenn Probleme sind in der Gemeinde, zu 90% mit Zweitwohnsitzern Probleme. Sie wollen kein Wasser bezahlen, sie wollen den Müll nicht bezahlen, nehmen den Müll nach Wien mit. Selbst den Einkauf müssen sie mitbringen, denn in der knapp 500-Einwohner-Gemeinde gibt es keinen Supermarkt. Breitenstein ist vor allem im Sommer ein beliebter Wanderort. Nur wenige verirren sich an schneereichen Wochentagen in das einzige Wirtshaus der Gemeinde. Martin Gößler kommt regelmäßig zu seinem Nebenwohnsitz in Breitenstein. Dass er diesmal nicht mitwählen darf, stört ihn aber nicht. Ich finde es demokratiepolitisch korrekt, dass für alle Österreicher die gleichen Regelungen gelten. Mhm. Und hätten Sie nicht mitbestimmen wollen in dem Bundesland, wo Sie neben Wohnsitz gemeldet sind? Nein, weil ich hatte diese Regelung eher für parteipolitisch motiviert als demokratiepolitisch. Deswegen war ich auch nicht wählen. Mitspracherecht fordert hingegen der pensionierte Wiener Rechtsanwalt Rudolf Gürtler. Seit mehr als 60 Jahren liegt sein zweiter Lebensmittelpunkt in Türnitz in Niederösterreich. Dort habe er bei jeder Landtagswahl und jeder Gemeindewahl seine Stimme abgegeben. Bis jetzt. Natürlich kränkt es mich. Ich war seit 1948 im selben Haus als Kind bei meinem Großvater, der dort die Fischerei gepachtet hatte. Konnte dann nach seinem Tod 70 das Haus kaufen, habe es groß erweitert und umgebaut. Auch in der Gemeinde habe er sich eingebracht, unter anderem 2 landwirtschaftliche Betriebe geführt. Die Kritik, dass sich Zweitwohnsitzer nicht beteiligen, verstehe er nicht. Ich zahle also die Müllgebühren, ich zahle die Abwassergebühren, also alles, was anfällt bei einem Haus. Und dazu war ich über Jahrzehnte, über 50 Jahre, ein Großspender für Veranstaltungen. Kreuzahl wie die von Zweitwohnsitzer Rudolf Gürtler werden bei der diesjährigen Landtagswahl vor allem der ÖVP abgehen. Das zeigt eine Studie des Wahlforschungsinstituts SORA. Für die Volkspartei könnte das ein Minus von 1 bis 2 Prozentpunkten bedeuten. Zweitwohnsitzer sind Menschen, die überdurchschnittliche Bildung, auch überdurchschnittliche Einkommen haben und aus den Städten eben sich dann am Land eine zweite Wohnung, ein zweites Haus suchen. Und diese haben traditionell eine Neigung, ÖVP oder auch die Grünen zu wählen. In Breitenstein will man zum Wahlergebnis jedenfalls keine voreiligen Schlüsse ziehen. Der Gemeindearbeiter ist mittlerweile mit Schneeschaufeln beschäftigt.
Denn meistens sind es die Zweitwohnsitzer, die sich über den Schnee beschweren. Eine Reportage war das aus Breitenstein, wo aufgrund der Novelle des Wahlrechts bei dieser Landtagswahl heuer einiges anders ist. Welche Themen haben die Wahlberechtigten in Niederösterreich diesmal besonders beschäftigt? Welche Wahlmotive hatten sie? Dazu gehen wir jetzt live ins Landesstudio St. Pölten zu meinem Kollegen Benedikt Fuchs. Ja, schönen guten Nachmittag heute erstmals hier aus Niederösterreich, direkt aus dem Landhausschiff im Regierungsviertel in St. Pölten. Darf ich Sie alle begrüßen, meine Damen und Herren. Und neben mir ist jemand, der an einem spannenden Wahlsonntag nicht fehlen darf, Politologe Peter Filzmaier. Schönen Nachmittag. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Das Wort spannend ist sehr überstrapaziert worden in den letzten Tagen und Wochen. Aber es ist auch für einen Politologen ja immer ein spannender Wahlsonntag oder eine spannende Wahlanalyse. Birgt dieser niederösterreichische Wahlsonntag aber auch für Sie besondere Brisanz? Ja, für den Politikwissenschaftler ist berufsbedingt jede Wahl super spannend. Das wäre also kein Maßstab. Aber es gibt objektiv zwei Spannungsmomente. Einerseits schon oft angesprochen, es ist das wählerreichste Bundesland, das heute wählt. Wien hat zwar mehr Einwohner als Niederösterreich, aber aufgrund des höheren Anteils von Menschen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft weniger Wähler. Und zweitens, Niederösterreich ist das ÖVP-Kernland. Und hier gerät die ÖVP möglicherweise gewaltig ins Wackeln. Da meine ich jetzt weniger den Verlust der absoluten Mehrheit im Landtag. Das gab es auch schon 1993 und 1998 mit rund 45% der Stimmen jeweils, sondern man könnte erstmals seit einem Dreivierteljahrhundert, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg überhaupt, auch die absolute Mehrheit in der Landesregierung verlieren. Und das wäre eine große Veränderung und ein großer Machtverlust für die ÖVP. Es gab im Vorfeld dieses Wahltages ja schon noch eine Vorwahlbefragung, die der ORF in Auftrag gegeben hat. Heute gibt es wieder eine Wahltagsbefragung, die Sie mit Ihrem Team erstellt haben, um diverse Wahlmotive zu erforschen. Was wurde denn da alles erfragt? Es gibt erstmals zwei Teilstudien zu unserer Wahlforschung. Zunächst zur heutigen Wahltagsbefragung. Da geht es in erster Linie natürlich, warum wurde welche Partei von welchen Wählerinnen und Wählergruppen gewählt. Aber es geht auch um Fragen beispielsweise über die allgemeine Stimmungslage im Land. Also sieht eine Mehrheit eine Positiventwicklung in den letzten 5 Jahren oder aber eine Negativentwicklung, was für Amtsinhaberparteien eine schlechte Nachricht wäre. Aber zusätzlich haben wir rund um die sogenannte Elefanten Runde auch schon eine Vorwahlbefragung durchgeführt. Da ging es um welche Themen aus Wählerinnen-Sicht, nicht etwa aus Sicht der politischen Parteien, im Mittelpunkt stehen sollten. Es ging um die Bekanntheit der Spitzenkandidaten und Spitzenkandidaten, übrigens geringer, als man trotz omnipräsenten Wahlkampfs gemeinhin braucht. Und es ging auch um den Einfluss der Bundespolitik. Was hat Sie denn da am allermeisten überrascht bei der Vorwahlbefragung? Sie haben es schon angesprochen. Ja, es ist heute eine Landtagswahl, aber offenbar spielt da die Bundespolitik schon für den Wähler, die Wählerin eine bedeutende Rolle. 60% circa der Wählerinnen und Wähler, das ist also die klare Mehrheit, sagen, die Bundespolitik spielt eine sehr wichtige oder zumindest ziemlich wichtige Rolle bei der Wahlentscheidung. Sämtliche Leugnungsversuche von Bundesparteien, das wäre eine rein regionalpolitische Wahl, sind also da zum Scheitern verurteilt. Dann gibt es noch ein paar kleinere Überraschungen. Wie schon gesagt, ist die Bekanntheit der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten im Bundesland Niederösterreich nicht so groß, wie sie es sich selbst wünschen würden. Nicht einmal die Landeshauptfrau fällt jedem sofort ein. Beispielsweise beim Landeshauptmann Stellvertreter Schnabel ist es so, dass er nur rund die Hälfte kennt. Und die Vertreterinnen der kleineren Parteien, Krisma bzw. Collini, haben sogar einen Bekanntheitsgrad von nur 25%. Das ist doch überraschend. Danke, Peter Filzmaier, fürs Erste. Wir werden im Laufe dieser Sendung diese Vorwahlbefragung noch genau präsentiert bekommen und melden uns auch im Laufe dieser Stunde noch einmal aus St. Pölten und damit zurück ins ORF-Zentrum nach Wien. Danke, Benedikt Fuchs und Peter Filzmaier. Ja, und Tarek Leitner hat weitere Daten zu dieser Vorwahlbefragung. Tarek. Schauen wir uns das an, was Peter Filzmaier jetzt gerade allgemein erklärt hat und auch schon mit Zahlen natürlich unterlegt hat, können wir hier noch einmal visualisiert Ihnen zur Kenntnis bringen, nämlich wie wichtig ist die Bundesregierung mit ihrer Arbeit bei der Wahlentscheidung für die Wahlberechtigten im Bundesland Niederösterreich. Und da haben ein Viertel sehr wichtig angegeben und ziemlich wichtig 35%, also die Hälfte der Hälfte ist das, was sich im Bund tut, tatsächlich wichtig oder ziemlich wichtig.
dem Rest wenig oder gar nicht von Bedeutung. Eine zweite Frage, die da gestellt wurde und auch schon kurz angesprochen wurde, war die Bekanntheit der Spitzenkandidaten. Hier sehen wir es nochmal ganz eindrücklich. Das ist wirklich bemerkenswert, da ja niemand zum ersten Mal antritt. Von der Landeshauptfrau bis zu Indra Colini, von den Neos am unteren Rand des Schaubildes in der Zeile der Neos. Also sind alle schon einmal bei einer Landtagswahl angetreten und doch ist die Bekanntheit der Spitzenkandidaten höchst unterschiedlich. Interessant ist, dass selbst den Kandidaten der SPÖ, Franz Schnabel, nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten in Niederösterreich kennt. Er kommt nur auf 49% Bekanntheit. Die grüne Spitzenkandidatin Helga Griesmer und Indra Colini von den Neos kommen jeweils um ein Viertel herum. Besser liegt dann nur Udo Landbauer von den Freiheitlichen mit 57%, auch nicht eine sehr, sehr hohe Bekanntheit. Und die regierende Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit 72%. Soweit also zur Bekanntheit der Spitzenkandidaten. Und eine weitere Frage wollen wir uns noch anschauen, respektive die Antworten darauf, was denn die wichtigsten Themen waren. Interessant, die Teuerung und die Inflation steht ungestützt an erster Stelle auf die Frage, welche Themen fallen Ihnen denn ein, die Sie für wichtig halten bei Ihrer Wahlentscheidung. Da ist die Teuerung und die Inflation von fast der Hälfte genannt worden. 43% sind es ganz genau. Umwelt, Klima, saubere Energie, auch ein Thema, das sehr wichtig ist. Bei Asyl und Zuwanderung ist es schon nur noch ein Viertel, aber natürlich die Möglichkeit, dass eine Partei dieses Viertel sehr gut ausschöpft in ihrer Wahlkampagne. Pflege, Gesundheitsversorgung rangiert dann schon nur noch bei 17%, Soziales und Gerechtigkeit, interessant, überhaupt nur noch bei 14%. Das sind die Top 5 der Gefragten. Weiter unten kommt dann noch, aber das wollten wir Ihnen nicht vorenthalten, Familie und Kinderbetreuung, die interessanterweise nur mit 11% angegeben wurde als eines der wichtigen Themen, die die Wahlentscheidung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher heute ausmachen. Soweit also ein kurzes Nachliefern dieser ganz konkreten Zahlen und Schaubilder zu dem, was uns der Politologe Peter Filzmeier jetzt vor kurzem sehr allgemein auch erläutert hat. Nadja, bitte. Ja, wie lässt sich das alles interpretieren? Dazu schalten wir jetzt gleich noch einmal ins Landesstudio nach St. Pölten zu. Benedikt Fuchs. Ja, ich begrüße jetzt nicht nur bei mir Peter Filzmeier, sondern auch Christoph Hofinger, den Wahlforscher, der heute wieder einmal für die Hochrechnung kurz nach 17 Uhr verantwortlich sein wird. Die spannende Frage für alle, Christoph Hofinger, wie lange wird es denn dauern nach 17 Uhr, bis wir diese mit Spannung erwartete Hochrechnung haben? Ja, wir bekommen um hoffentlich wenige Sekunden nach 17 Uhr die Daten. Einige Minuten wird es noch dauern. Wir hoffen, dass wir dann in wenigen Minuten eine Hochrechnung haben. Was ist in Niederösterreich bei dieser Hochrechnung speziell herausfordernd, auch im Vergleich mit anderen Landtagswahlen? Was macht Ihnen das Leben schwierig oder leichter heute? Na, ich kann sagen, wir freuen uns auf eine Herausforderung, die wir in dieser Form in Niederösterreich noch nicht hatten. In Niederösterreich waren die Wahlergebnisse, die Veränderung meistens eher moderat, wenig Veränderungen, große Stabilität. Für heute erwarten wir durchaus massive Veränderungen und das macht natürlich das Hochrechnen auch schwieriger, aber wir tun das gern. Wir bleiben gespannt. Alles Gute weiterhin, Christoph Hofinger. Peter Filzmeier, zurück zu dieser Vorwahlbefragung. Die ersten drei Themen waren Teuerung, Klimaschutz und Asylzuwanderung. Wem kann das denn nützen, beziehungsweise wem auch schaden im Parteienspektrum? Es ist wirklich so, dass Wahlkampf auch ein Themenwettbewerb ist. Jede Partei hat Wunschthemen, die sie im Mittelpunkt der öffentlichen Wahlkampfauseinandersetzung will. Das ist bei der FPÖ traditionell das Zuwanderungsthema. Wenn dieses also jetzt auch aus Wählersicht unter den Top-3-Themen rangiert, dann ist das eine sehr gute Nachricht für die FPÖ, die auch außer Streit stehend heute deutlichst dazugewinnen wird. Die Grünen profitieren natürlich vom Umweltthema. Das Teuerungsthema ist für alle Parteien etwas trickreich, denn was immer man sozialpolitisch dagegen tun will, es geht immer um Schadensbegrenzung. Und das Wort Schaden mitzukommunizieren, das will keine politische Partei. Es dürfte aber eher Oppositionsparteien nutzen. Erklärt auch, warum sich die FPÖ hier im Wahlkampf, obwohl ja mit Landesrat Waldhäusl in der Regierung sitzend, gar so oppositionell auch gebärdet. Und dann ist es aber auch so, dass das zur Folgefrage führt bei diesen Themen, welche landespolitischen Kompetenzen und Möglichkeiten hat man da überhaupt, denn vieles ist hier von bundespolitischen oder sogar europapolitischen Entscheidungen abhängig.
diverse soziale Themen, Soziales an und für sich oder auch Familie und Kinderbetreuung, finden sich eher im hinteren Drittel dieser Themenbefragung. Gerade Kinderbetreuung wäre aber so ein landespolitisches Thema, wo es im Vorjahr auch politische Bewegung gab. Wie erklären Sie das? Jein, die journalistisch so ungeliebte wissenschaftliche Antwort. Indirekt finden sich die sozialpolitischen Themen natürlich schon bei der Teuerung wieder. Was tatsächlich auffallend ist, dass das Thema im engeren Sinn Kinderbetreuung, wie beispielsweise Öffnungszeiten der Kindergärten und damit verbundene Kosten für die Familien, sonst ein sehr durchaus kontroversiell diskutiertes Thema in Niederösterreich ist, in diesem Wahlkampf aber wirklich kaum vorgekommen ist. Die Metathemen Teuerung und Klima überlagern alles, wobei ja beispielsweise auch beim Klimathema ein Bezug zum Verkehr besteht. Stichwort die Klebeaktionen der Klimaaktivisten. Das geht dann auch in Richtung Verkehrspolitik, nicht nur am Weltklima. Nun befindet sich ja die Politik nicht erst seit kurzem in einer Art Vertrauenskrise, die weit über Niederösterreich hinausgeht mit Parteien und diversen politischen Institutionen. Wird da ganz egal, wie die Wahl heute ausgeht und wer nachher auch welches Amt hat, werden da der Landespolitik überhaupt Lösungskompetenzen zugetraut? Wir haben genau das in unserer Wahlforschung auch abgefragt und ich bitte es, die Regie, die Grafik mit den Ergebnissen einzuspielen. Das Ergebnis ist ein bisschen wie die Sache mit dem halb vollen oder halb leeren Glas. 22% glauben, dass die Politik in Niederösterreich kommende Herausforderungen meistert. Immerhin 32 weitere Prozent sagen, das ist ziemlich so, das ist eine knappe Mehrheit. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht für die politischen Parteien, und zwar unabhängig von ihrer Farbe, ist, dass das waren noch fast drei Viertel im Jahr 2018. Jetzt sind es nur noch weniger, also nur noch knapp über der Hälfte, die der Politik hier Lösungskompetenz zutrauen. Danke, Peter Filzmaier. Danke, Christoph Hofinger. Und mit diesen Informationen gebe ich zurück aus St. Pölten wieder nach Wien. Vielen Dank für diese Analyse zur Themensetzung der Parteien in Niederösterreich. Kommen wir weg jetzt von den Themen hin zu den Kandidaten. Beginnen wir mit Johanna Mikl-Leitner. Vor 30 Jahren hat die aktuelle Landeshauptfrau und Landesparteiobfrau von Niederösterreich begonnen, sich politisch zu engagieren. Heute steht Mikl-Leitner zum zweiten Mal als Spitzenkandidatin zur Wahl. Bevor sie aber ganz nach vorne rückte und das Erbe Erwin Prölls antreten konnte, musste sie sich erst mit organisatorischer Arbeit im Hintergrund der Partei einen Namen machen. 1993 steht noch jemand anderer im Mittelpunkt, doch ihre Organisation der Initiative für Erwin Pröll macht sich auch in der Laufbahn der Wirtschaftspädagogin Johanna Mikl-Leitner bezahlt. Bei der nächsten Landtagswahl 1998 ist sie bereits Marketingleiterin der Volkspartei. Die ÖVP gewinnt leicht Stimmen dazu. Ohne sie, so Pröll damals, wäre der Wahlkampf in dieser Form nicht möglich gewesen. Die Belohnung? Einen Monat später wird sie neue Geschäftsführerin der ÖVP Niederösterreich als Nachfolgerin von Ernst Strasser. Zusätzlich geht sie 1,5 Jahre später nach Wien als Abgeordnete im Nationalrat. Wien und Niederösterreich. 4 Jahre lang pendelt die Mandatarin zwischen diesen zwei Arbeitsorten hin und her. Bis 2003. Mikl-Leitner ist als Geschäftsführerin für den Landtagswahlkampf verantwortlich. Die Wahl bringt der Volkspartei im Land den erwünschten Erfolg. Die ÖVP Niederösterreich holt nach 10 Jahren wieder die absolute Mehrheit zurück. Eine große Bestätigung auch für Mikl-Leitner. Es ist einfach sensationell, es ist einfach befreiend, dass wir es geschafft haben. In der neuen Landesregierung wird sie Landesrätin für Soziales, EU, Regionalpolitik, Arbeit und Familie. 8 Jahre bleibt sie nun in Niederösterreich, bis Parteichef Michael Spindlecker Mikl-Leitner in die Bundesregierung holt. Am 21. April wird sie als Innenministerin angelobt. Ich gelobe. Es ist ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite sehr viel an Fingerspitzengefühl und Sensibilität zu zeigen, aber im gleichen Maß natürlich auch sehr viel an Durchschlagskraft. Von 2011 bis 2016 steht sie auch an der Spitze der ÖVP-Teilorganisation ÖAAB. Ihre vehemente Forderung nach einer Solidarabgabe von Spitzenverdienern bei der Antrittsrede findet viel Kritik auch in den eigenen Reihen. Und wenn die Abzocker oder die Börsenspekulanten unter den Spitzenverdienern zur Kasse gebeten werden und sie das Gefühl haben, wir zocken sie ab, dann sage ich nur, die haben sowieso keinen Sinn für das Gemeinsame, für unsere Gemeinschaft. Dann sage ich bei denen einfach nur, her mit den Millionen, her mit dem Zaster, her mit der Marie.
Eine besondere Herausforderung wird für die Innenministerin die Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Für das Einrichten von Quartieren in den Bundesländern erhält sie ein Durchgriffsrecht. Man fühlt sich an die aktuell letzten Monate erinnert. Ob das Durchgriffsrecht in Anwendung kommt, hängt davon ab, ob die Bundesländer ihre 100%-Quote erfüllen. 2016 kehrt sie nach Niederösterreich zurück, vorerst als Landeshauptmann Stellvertreterin. In einigen Tagen habe ich wohl den schwierigsten Job dieser Republik hinter mir und die schönste Aufgabe in Österreich vor mir. 2017 löst sie Erwin Bröll als Landeshauptmann ab. 2018 kann sie als Spitzenkandidatin die absolute Mehrheit der Volkspartei halten. Eine wichtige Bestätigung ihrer Person nach 25 Jahren Bröll in Niederösterreich. Für die aktuelle Wahl ist die Prognose nicht mehr so rosig. Es steht viel auf dem Spiel. Auf dem Spiel steht für sie persönlich die absolute Mehrheit der ÖVP, die mit Mikl Leitner auf der politischen Bühne seit 20 Jahren besteht. Dass die absolute Mehrheit auf dem Spiel steht, jedenfalls, das legen jedenfalls alle Umfragen nahe, die vor der Wahl gemacht worden sind. Und darüber, Hans Bürger, haben wir schon einige Male gesprochen in dieser Sendung. Die Frage ist, wohin tendiert die ÖVP allenfalls? Hat sich das im Wahlkampf so ein wenig herauslesen lassen, wo eine Brücke zu schlagen, politisch zu schlagen, am leichtesten ist? Ich denke, dass alles, was wir bisher gehört haben, morgen nicht mehr gelten wird. Morgen kann dann die Landeshauptfrau sagen, es stand viel auf dem Spiel, aber dann ist es zu spät. Und wenn die Prognosen eintreffen, dann wird es irgendjemanden geben müssen, mit dem sie koaliert. Und ich glaube, da ist wirklich nichts auszuschließen. Ich schließe auch nicht aus, dass die nächste Koalition, die ja keine ist in Niederösterreich, wegen des Proporzsystems, dann schwarz-blau lautet. Also ich glaube, wir könnten da schon einige Überraschungen erleben. Es ist ein Arbeitsübereinkommen. Wir haben in der Sendung zuvor kurz erklärt, in der Landesregierung sitzen alle Parteien drinnen, die die entsprechende Stärke im Landtag haben. Aber ein Arbeitsübereinkommen, um Gesetze beschließen zu können im Landtag, wird es eben dann doch brauchen, wenn die ÖVP keine absolute Mehrheit hat. Schauen wir uns kurz an oder hören wir uns kurz an von Ihnen, nämlich welche Auswirkungen das allenfalls auf die Bundespolitik haben kann. Die ÖVP ist Kanzlerpartei und blickt heute wohl gespannt auf die Ergebnisse aus St. Pölten. Das wird psychologisch schon ein bisschen davon abhängen, ob jetzt ein Vierer davor steht bei diesem Ergebnis heute oder nur ein Dreier. Und die Diskussionen werden morgen laufen, aber ich habe es schon einmal in dieser Sendung gesagt, ich denke nicht, dass es direkt zu personellen Konsequenzen kommen wird. Wir haben noch zwei weitere Landtagswahlen. Sehr gespannt muss man auch auf Salzburg sein. Und was ist, wenn zum Beispiel Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich schwarz-blau regiert werden würden? Dann gibt es große Diskussionen, da schließe ich auch sonst keine Konsequenzen aus. Aber ich glaube, die nächsten Monate wird einmal alles so laufen, wie es ist. Prognose. Prognose. Und die nur für die ÖVP. Jetzt vorerst, zu den anderen Parteien kommen wir gleich. Aber zuvor schauen wir uns da noch einiges an, Nadja. Die Absolute der ÖVP brechen. Das ist das Ziel von SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabel, der im Wahlkampf den Landeshauptmann-Anspruch erhoben hat. Für den ehemaligen Polizisten ist es die zweite Landtagswahl. 2018 hat er für die Sozialdemokraten ein Plus geholt. Allerdings die Wahl davor, die Wahl 2013, hat das historisch schlechteste Ergebnis gebracht. Zulegen und sich stärker einbringen im für die SPÖ schwierigen Bundesland Niederösterreich, das war und ist die nicht unproblematische Aufgabe von Franz Schnabel. Der nette Herr da oben, das bin ich. Dankeschön. Ja, ich gebe Ihnen einen Sacker mit. Nachhaltig. Schöne Arbeit. Alles Gute. Vielen lieb. Danke, das können wir brauchen. Niederösterreich, ein schwieriges Wahlkampfgebiet für die SPÖ. Franz Schnabel tritt nun schon zum zweiten Mal an. Die Stimmung grundsätzlich ist positiv. Ich habe überhaupt kaum jemanden getroffen, der nicht gesagt hat, Veränderung ist dringend notwendig, eine andere Politik, andere Schwerpunktsetzungen. Ob sich das dann auch in Stimmen für die SPÖ niederschlägt, das hoffe ich und dafür laufen wir. Politiker ist Franz Schnabel erst spät geworden. Erste Interviews gibt er noch als Generalinspektor in Wien, etwa bei den Demos gegen die schwarz-blaue Regierung zu Beginn der Nullerjahre. Ich habe hier bei mir General Schnabel von der Wiener Polizei, den Chef der uniformierten Wiener Polizei. Und er ist der Einsatzleiter heute hier bei der Demonstration. Herr General, wie viel sind es denn derzeit, die hier sind? Und derzeit sind ca. 30.000 an den verschiedenen Sammelorten.
Schnabel ist später im Magna-Konzern tätig und wird Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes. Der politische Einstieg erfolgt unter Christian Kern. Schnabel übernimmt 2017 die SPÖ Niederösterreich und geht 2018 in seine erste Wahl. Dort holt er zwar ein Plus, was 15 Jahre lang nicht gelungen ist, allerdings ist es dennoch das historisch zweitschlechteste Ergebnis. Im aktuellen Wahlkampf erregt er viel Aufmerksamkeit mit diesem Slogan, der rote Hanni. Später spricht Schnabel von einem Satireprojekt, kritisiert die Medien und gibt bekannt: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, ich möchte Landeshauptmann von Niederösterreich werden. Schnabel ist derzeit Landeshauptfrau-Stellvertreter. Die Umfragen sehen ihn gemeinsam mit der FPÖ im Rennen um Platz 2. Teuerung, Bildung, bessere Gesundheitsversorgung, das sind die Themen der SPÖ in diesem Wahlkampf und Kritik an der ÖVP in Niederösterreich. Wir haben die besseren Einzelspieler und deswegen werden wir am 29. das Ding auch ordentlich rocken, liebe Genossen. Das werden wir sehen, in einer halben Stunde jedenfalls, wie die SPÖ das Ding rocken wird. Hans Bürger, die Wahrscheinlichkeit, die politische Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich Landeshauptmann wird, so wie er das da angekündigt hat, ist ja höchst gering. Aber lassen wir das einmal beiseite, wie sich die SPÖ dann nachher wieder in Diskussionen neu findet und aufstellt. Was bedeutet es allerdings für die Bundesparteivorsitzende Randy Wagner, wenn in Zeiten einer ÖVP-Krise im Bund die SPÖ bei Landtagswahlen nicht einmal den zweiten Platz halten könnte, so es so kommt? Ich glaube, das wird alles von einem Mann abhängen, der jetzt möglicherweise oder ziemlich sicher vor dem Fernsehapparat sitzt, der Wiener Bürgermeister. Wenn der Bürgermeister Michael Ludwig seine schützende Hand von Randy Wagner nimmt, dann glaube ich, wird es in der SPÖ ziemlich zugehen. Dann werden natürlich die Nachfolgekämpfe wieder beginnen. Wenn Michael Ludwig sagt, wir lassen das trotzdem alles so, wie es ist, wir haben weiterhin Vertrauen in die Parteivorsitzende, dann wird sich in den nächsten Wochen und Monaten nichts tun. Aber noch einmal, es sind noch zwei Landtagswahlen. Wenn da für die SPÖ, wobei ich es bei Kärnten nicht glaube, aber möglicherweise bei Salzburg, das Ergebnis wieder nicht gut ausschaut, dann kommt es ganz sicher wieder zu einer Obfrau-Debatte in diesem Fall. Wir kommen gleich noch zu einer nächsten interessanten Partei und ihren Auswirkungen, der Auswirkungen des Landtagswahlergebnisses dieser Partei auf den Bund. Und auch jetzt wieder zuerst zu dir, Nadja. Ja, die FPÖ ist wieder zurück auf der politischen Bühne. Umfragen sehen Sie im Bund auf Platz 1 vor der SPÖ. Und in Niederösterreich ist der Spitzenkandidat Udo Landbauer gelungen, in den Umfragen die Sozialdemokraten zu überholen und auf Platz 2 vorzurücken. Sein erklärtes Ziel ist es, Landeshauptmann zu werden. Die Freiheitlichen in Hochstimmung, die Wahlkampfveranstaltungen in Niederösterreich sind gut besucht. Es dauert nicht lang und Spitzenkandidat Landbauer kommt auf sein Lieblingsthema zu sprechen, die Migration. Die einzig richtige Antwort lautet Asylstopp. 2023 muss das Jahr der Abschiebungen werden, liebe Freunde. Obwohl er selbst Migrationshintergrund hat, seine Mutter stammt ursprünglich aus dem Iran, ist Landbauer seit Jahren für die Freiheitlichen aktiv. In seinem Matura-Jahr wird der Chef der FPÖ-Jugend in Niederösterreich. Mit 22 macht er erstmal selbst Wahlkampf. Wenn wir heute sprechen von Ausländerkriminalität, von anderen Sicherheitsrisiken, dann sind das nicht Probleme, die nur jetzt akut sind, sondern Probleme, die auch in 20, 30 Jahren akut sind. Landbauers Karriere nimmt Fahrt auf. Mit 23 wird er Stadtrat, mit 27 Landtagsabgeordneter. Anfang 2018 bremst die Liederbuch-Affäre den Aufstieg. Die Liedtexte der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt sorgen heute nicht nur in den Tageszeitungen für Schlagzeilen. Landbauer streitet ab, dass es in der Burschenschaft antisemitische Geisteshaltungen gibt. Udo Landbauer ist also heute zurückgetreten. Landbauer war Vizeobmann der schlagenden Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt. Im Zuge der Liederbuch-Affäre tritt er aus. Ich bin, wie es zum damaligen Zeitpunkt schon war, kein Mitglied. Im Verfahren wird Landbauer als Zeuge geführt. Noch im selben Jahr wird es eingestellt. Er kehrt zuerst als Landtagsabgeordneter und dann als Landesparteichef zurück. Im Wahlkampf zeigt sich Landbauer als scharfer Kritiker der Corona-Maßnahmen und der Impfungen. Wegen der hohen Inflation fordert er mehr Hilfen. Sein Ziel im Wahlkampf, das Brechen der absoluten Mehrheit und selbst Landeshauptmann werden. Anders als vor 5 Jahren, als ihn die Liederbuch-Affäre gebremst hat, will er diesmal ganz nach vorne.
Ganz nach vorne ist jedenfalls nicht eine Prognose der Umfragen, Hans Bürger, aber nach vorne auf jeden Fall. Die Frage ist hier, so wie bei der SPÖ, inwiefern das der Spitzenkandidat im Land verantwortet oder wie viel auch ein allgemeiner Bundestrend da eine Rolle spielt und die Landespartei mit nach oben nimmt. Also ich denke, bei kaum einer anderen Partei spielt die Unzufriedenheit mit den Gegebenheiten des Landes eine so große Rolle wie bei den Freiheitlichen. Wir haben es gesehen, dass die Freiheitlichen immer dann, wenn eine eher Zufriedenheit herrscht, auch in diesem Lande kämpfen müssen, dass sie ein Thema haben. Und das war plötzlich wieder da. Corona war da, aber damals auch noch mit einer zweiten neuen Partei. Die ist sozusagen untergegangen, kann man politisch sagen. Jetzt gibt es nur noch die Freiheitliche Partei als Sammelbecken der Unzufriedenen, der Kritischen, der Skeptischen. Und da haben wir natürlich mit dem Teuerungsthema einen extremen Multiplikator in der Wirkung freiheitlicher Politik. Und deshalb ist es immer so, wenn das große Thema da ist, dann geht es mit den Freiheitlichen bergauf. Wenn es nicht da ist, hängt es ein bisschen am Spitzenkandidaten, je nachdem, wie er zieht. Und dieses große Thema, wir haben es zuerst ja auch gesehen in der Vorwahlbefragung, war für die meisten Wählerinnen und Wähler in Niederösterreich eben die Teuerung, so wie von Hans Bürger jetzt gerade angesprochen. Nadja. Ein traditionell schwieriges Terrain ist Niederösterreich für die Grünen. Bei der Niederösterreich-Wahl 2018 haben die Grünen das vierte Mandat und damit den Clubstatus im Landtag verloren. Dieses Mal soll das revidiert werden. Gelingen soll das neuerlich mit Helga Krismer an der Spitze, die eine starke ökologische Stimme im Land sein möchte. Das, was weitergeht in Niederösterreich. Mehr öffentlicher Verkehr, mehr erneuerbare Energie, Boden- und Umweltschutz. Mit grünen Kernthemen zum vierten Mandat. Helga Krismer soll es richten. Wir haben einen Rückenwind und haben wahnsinnig viele, die uns unterstützen und gut durch diese Wahl bringen. Wir haben es geschafft, in der Tat eine super positive Wahlbewegung in Niederösterreich zu machen. Krismer steht seit 2015 an der Spitze der niederösterreichischen Grünen. Die studierte Veterinärmedizinerin ist auch Vizebürgermeisterin in Baden, wo sie auch mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt. Krismer sitzt seit fast 20 Jahren im Landtag und hat vor 5 Jahren mit einem Privatkredit den grünen Wahlkampf finanziert. Man sieht, ich war immer davon überzeugt, dass die Grünen in Niederösterreich von den Menschen gewünscht und gewollt sind und notwendig sind. Heuer setzt sie auf die grüne Hoffnungsträgerin im Bund. Was wichtig ist, dass in einem Land, das so viel Potenzial hat für Klimaschutz, so viel Potenzial hat für die Energiewende, auch eine starke Stimme für die Grünen bei der Landtagswahl passiert, weil die schafft dann auch nicht nur Potenzial zu haben, sondern die Dinge auf den Boden zu bringen. Große Sprünge dürfen sich die Grünen trotzdem nicht erwarten. Die Stimmen der Zweitwohnsitzer, die dieses Mal nicht mehr wahlberechtigt sind, werden fehlen. Umfragen sehen eine Stagnation bei etwa 6%. Kommen wir jetzt zu den Neos. Die haben in Niederösterreich ein Ziel, den Clubstatus im Landtag. Der würde mehr Parteienförderung und mehr Rechte in der politischen Arbeit bringen. Neos-Landessprecherin und Spitzenkandidatin Indra Collini würde damit zur Clubobfrau aufsteigen. Für die 52-jährige gebürtige Vorarlbergerin ist es bereits die zweite Niederösterreich-Wahl als Frontfrau. In der Indra liegt die Kraft. Mehr Einkommen, besser Auskommen. Die Neos setzen auf knackige Slogans und auf ihre klassischen Themen. Bildung oder saubere Politik. Für gläserne Parteien zu sorgen. Sich um ein leistbares Leben zu kümmern, anstatt um eine gestopfte Politik. Und ganz klar, die Jungen dürfen nicht die Dummen sein. 2018 treten die Neos erstmals in Niederösterreich an, schon damals mit der Unternehmerin Indra Collini an der Spitze. Punkten müssen die Neos vor allem im Wiener Umland. Dort kommt Collini auch her. Die gebürtige Vorarlbergerin lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern seit 17 Jahren in Brunn am Gebirge. Hilfe kommt heuer auch von der Parteispitze in Wien. Was sagen denn die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, dass es der ÖVP nur um die ÖVP geht? Das ist doch wirklich keine Politik auf Augenhöhe. Das ist eine Bürgerveräppelung der Sonderklasse. Der Wahlkampf ist für die Neos in Niederösterreich harte Arbeit. Wie es in der Politik grundsätzlich ist, man muss sich immer warm anziehen und im Winterwahlkampf halt genauso. Warme Socken, warme Schuhe, einpacken und geht schon. Die Neos kämpfen mit den Grünen um den vierten Platz. In den Umfragen liegen sie zwischen 6 und 7%, ein Plus gegenüber 2018. Damit wird das vierte Mandat und damit der Clubstatus ein schwieriges, aber nicht ganz unmögliches Unterfangen.
Soweit also Porträts der fünf Spitzenkandidaten dieser Wahl. Meine Damen und Herren, der Countdown läuft. Bald werden wir Ihnen erste Hochrechnungen präsentieren können. Und die Änderungen bei dieser Wahl machen auch die Hochrechnung ein Stück weit schwieriger, denn diese Hochrechnung basiert auf den Ergebnissen der einzelnen Gemeinden. Tarek. Und eines der Gemeindeergebnisse aus dem Jahr 2018 wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Das kann uns auch später noch sehr interessieren. Jenes aus dem nur 3000 Einwohner großen Ort Königstetten, und zwar hier im Tullnerfeld gelegen. Diese Gemeinde lag 2018 besonders nahe am landesweiten Ausgang der Wahl, eine Trendgemeinde also. Verglichen mit dem Gesamtergebnis der letzten Landtagswahl hat es in Königstetten bei allen Gemeinden die geringste Abweichung gegeben. Von den 573 Gemeinden ist Königstetten, also Sie sehen es hier sehr schön bei den Säulen, am nächsten beim Landeswahlergebnis gelegen. Die linke Säule, die deutlicher eingefärbte, also die aus Königstetten, ganz nahe am Landtagswahlergebnis dabei. In Königstetten haben die Menschen schon gewählt. Um 14 Uhr ist dort das letzte Wahllokal geschlossen worden. Wie es ausgegangen ist, wissen wir, so wie bei allen anderen Ergebnissen, natürlich nicht vor 17 Uhr. Aber wir wissen schon, wie die Stimmung und die Erwartung in dieser Gemeinde heute ist. Otto Stangl berichtet. Diese Wahlurne hat in Königstetten schon längst ausgedient, aber immerhin hat sie fast 80 Jahre lang gute Dienste geleistet und wird auch gerne aufbewahrt. Heute stehen den Königstettnerinnen und Königstettnern im Ort drei Wahllokale zur Verfügung. Zwei in den beiden Kindergärten und eines am Gemeindeamt. Und dort ist schon einiges los. Man wählt am liebsten vor dem Mittagessen. Es wird spannend. Lass uns herankommen. Es ist eine Veränderung, ist sicher da, aber wie weit? Die Prognosen kann man nicht wirklich abschätzen. Dass man hier 2018 Trendgemeinde war, also landesweit dem Gesamtwahlergebnis in Niederösterreich am nächsten gekommen war, das hat man hier eigentlich nicht wirklich so bewusst wahrgenommen. Und es ruft auch keine besonderen Emotionen hervor. Klare Erwartungen und Wünsche gibt es im Ort allerdings, was die heutige Wahl betrifft. Ich hoffe, dass die Parteien, wurscht jetzt wer gewählt wird, gut miteinander zurechtkommen und ein für alle gutes Ergebnis und Arbeit leisten werden. Das ist meine Hoffnung. Jeder verspricht, und was dann wirklich im Endeffekt rauskommt, ist sehr, sehr offen. Halt. Steht offen alles. Was wäre Ihnen wichtig? Mir wäre wichtig, dass viel für die wahlberechtigten Bürger gemacht wird. Ändern wir immer gut. Zum Besseren hin. Näher zum Volk, weniger Blabla. Die Gemeinde weist auch rund 500 Zweitwohnsitze auf. Sie dürfen ja heuer nicht wählen. Wahlberechtigt sind hier übrigens 1847 Königstettnerinnen und Königstettner. Laut Gemeinde um rund 120 weniger als vor 5 Jahren. Seit der letzten Gemeinderatswahl, sie fand 2020 statt, hat sich allerdings politisch einiges im Ort verändert. Neos und Grüne gibt es nicht mehr. Aktuell hält die ÖVP 13 Mandate, die SPÖ 5 und die FPÖ eines. Und mit so einer Mandatsverteilung wird Königstetten nach der heutigen Wahl möglicherweise auch nicht mehr Trendgemeinde sein. Doch das ist den Königstettnerinnen und Königstettnern auch gar nicht so wichtig. Wir haben ja schon mehrmals gehört heute im Rahmen unserer Berichterstattung, schon allein aufgrund der Größe des Bundeslandes haben Parteien aus Niederösterreich ein gewichtiges Wort im Bund mitzureden. Unbestritten ist die Macht der niederösterreichischen ÖVP, auch wenn man im aktuellen Wahlkampf auf Distanz zum Bund gegangen ist. Wo ist das Waldviertel? Jawohl, das ist Wahlkampfmarke Niederösterreich. Wahlkampf in einem Land, in dem die Landes- und Parteifarben verschwimmen. Im Landtag regiert die ÖVP mit absoluter Mehrheit. Niederösterreich, das Kernland der ÖVP, das Machtzentrum. Eine Position, die man schon in der Vergangenheit gerne annimmt. Die Westachse scheint sich mehr Macht einzurechnen. Was sagen Sie dazu? Also von dieser sogenannten Westachse habe ich jetzt in der Sitzung überhaupt nichts gehört. Damit brauche ich mich nicht auseinandersetzen. Auch wenn die ÖVP-Parteizentrale in Wien steht, das letzte Wort wird oft im Landhaus in St. Pölten gesprochen, wenn es um Personal oder Koalitionen im Bund geht. Ich weiß nicht, ob es in der ÖVP wirklich die Partei in Niederösterreich braucht. Aber eines ist gewiss, gegen die Partei in Niederösterreich passiert im Bund nichts, und das ist ewig schon so.
Viele Spitzenfunktionäre kommen aus Niederösterreich. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker etwa, Verteidigungsministerin Claudia Tanner oder Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Das Innenministerium ist eine Art Erbpacht, aktuell besetzt mit dem Niederösterreicher Gerhard Kahner. Weil ich einfach glaube, dass Niederösterreich gerade in der Vergangenheit auf dem Platz des Innenministers immer eine gute Figur gemacht hat. Die Stellung und das Gewicht Niederösterreichs kommt von den Fakten. Von der Größe, von der Wirtschaftskraft, von der Anzahl der Wähler. Die Tatsache, dass ungewöhnlich viele Niederösterreicher in der Bundespolitik tätig sind, ist, glaube ich, nicht so sehr der Qualität geschuldet, sondern eben dieser Einflussposition und dieser Macht. Erwin Bröll war die ÖVP-Macht in Person, auch wenn er das bis zu seinem Rücktritt selten zugibt. Erstens war ich nie Bundesparteichef, weder offiziell noch inoffiziell. Und ich habe auch glitzeklar gesagt, ich werde mit Sicherheit nach meiner aktiven politischen Zeit in keiner Art und Weise in die aktuelle politische Situation weder der Republik noch des Bundeslandes Niederösterreich hineinreden. Johanna Mikl-Leitner tritt weniger laut auf. Das Machtbewusstsein schrumpft deswegen nicht. Ja, Niederösterreich ist eine der größten Organisationen oder die größte Organisation hier in der Republik und auch eine der stärksten in ganz Europa. Deswegen werden wir auch weiterhin ein gewichtiges Wort bei Entscheidungen auch im Parteivorstand haben. Sie war klug genug bis jetzt muss man sagen, diesen anderen Stil zu pflegen. Weil ich meine, ein weiblicher Erwin Bröll, das wäre einfach nicht wirklich gut angekommen, glaube ich. Aber wenn es sein muss, richtet die Landeshauptfrau dem Kanzler aus, was zu tun ist, etwa gegen hohe Energiepreise. Hier erwarte ich auch eine Verantwortung der gesamten Bundesregierung, eine Themenführerschaft, die Bundesregierung übernehmen muss. Derzeit ist die Bundespartei im Umfragetief, da geht man lieber auf Distanz. Bei der Landtagswahl ist man die Niederösterreich-Partei. Blau-Gelb statt Türkis ist die Devise. Niederösterreich und seine Rolle in der Geschichte, niederösterreichische ÖVP muss man natürlich sagen, und die Rolle in der Geschichte der Bundespartei, eine sehr starke, ein Kraftzentrum immer gewesen und auch ein Machtzentrum gewesen. Das bedeutet natürlich, dass auf der anderen Seite das auch akzeptiert wird, dass von dort so manche Direktive oder so mancher guter Gedanke kommt, den man dann wohl oder übel umsetzen muss in der Bundespolitik. Warum ist das eigentlich so gewesen immer? Ich habe mit dieser Frage gerechnet und mir ist in den letzten Minuten ein Beispiel eingefallen, eine kleine Anekdote, keine Angst, wird nicht zu lange dauern. Ich hatte vor rund 20 Jahren in der Pressestunde Erwin Bröll zu Gast, kurz vor den Landtagswahlen, den niederösterreichischen 2003. Und ich habe ihn damals, um ein niederösterreichisches Thema aufzugreifen, gefragt, warum denn die Donaubrücke in Böchland so wichtig wäre. Und er hat zur Antwort gegeben: Wenn Sie die Bedeutung einer niederösterreichischen Donaubrücke nicht erkennen, warum fragen Sie mich dann überhaupt hier in der Pressestunde? Diese Anekdote zeigt, die Bedeutung Niederösterreichs für die Bundespolitik, vor allem unter Erwin Bröll, war so stark, dass sich kaum ein Bundespolitiker, eine Bundespolitikerin dagegen auflehnen konnte und eigentlich auch nicht wollte, bis eben Sebastian Kurz. Aber das heißt natürlich umgekehrt schon auch, dass er vielfach hineinregiert hat in die Bundespolitik und die Bundespartei-Obleute, man könnte jetzt sagen, unter ihm es nicht leicht hatten. Sie hatten es nicht leicht und darum hat damals im Jahr 2017 zum ersten Mal Sebastian Kurz gesagt, ich brauche eine Generalvollmacht. Ich will die Personalentscheidungen alleine treffen. Ich will nicht warten, bis irgendein, übrigens nicht nur Niederösterreich, sondern ein anderes starkes ÖVP-Land mir irgendjemanden vorschlägt für ein Ministeramt zum Beispiel. Und er hat diese Generalvollmacht bekommen. Das war eigentlich jahrelang, jahrzehntelang undenkbar, aber er hat es eben durchgesetzt.
Vielen Dank, Hans Bürger, für diese Einschätzungen, was die Rolle der ÖVP betrifft in Niederösterreich und im Bund. Wie sehr das weiterhin eine starke sein wird, wird nicht zuletzt vom Wahlergebnis heute bei der Landtagswahl abhängig sein. Die Wahllokale oder ein letztes Wahllokal hat noch offen und dann werden wir sehen, ob die Niederösterreichische Volkspartei in der Bundes-ÖVP, um auf bei diesem Thema zu bleiben, noch immer diese Rolle spielen wird. Nadja. Ja, danke, Tarek. Meine Damen und Herren, bald wissen wir, welchen politischen Weg Niederösterreich einschlagen wird, wie sich die Wählerinnen und Wähler entschieden haben. Wir melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. In Kürze hier in OF2 der Countdown zur ersten Hochrechnung.